Und damit kommen wir zu einem Thema, das vor allem Hundehalter beschäftigt. Es war ja heute ein traumhafter Gassi-Geh-Tag. Und wenn man sich so umschaut, da sieht man dann schon viele Hundebesitzer, die ihre Tiere frei, ohne Leine laufen lassen. Darf ich das denn eigentlich? Diese Frage klären wir jetzt mit Ferdinand J. Lanker, Rechtsanwalt aus Klagenfurt. Und da stellt sich eben die Frage, als Hundehalter, welche Pflichten habe ich da? Ja, grundsätzlich ist es so, dass ich meinen Hund immer unter Kontrolle haben muss. Habe ich den Hund nicht unter Kontrolle, dann muss ich geeignete Maßnahmen setzen, um ihn unter Kontrolle zu bringen. Das heißt, an die Leine nehmen und oder, wenn ich weiß, dass er schon gebissen hat oder beißen könnte, einen Maulkorb anzulegen. Das ist aber die grundsätzliche Pflicht, die ich habe. Und wenn mein Hund aber folgt und ich ihn ohne Leine gehen lasse, neben mir? Da kommt es darauf an, es gibt in jedem Bundesland ein eigenes Landessicherheitsgesetz. Da gibt es Regelungen, dass an öffentlichen Orten, an Plätzen, wo viele Leute sind oder wo Leute sein könnten, hier immer Leinenzwang besteht. Das heißt, ich muss dort den Hund an die Leine nehmen. Gleiches gilt natürlich immer für den Beißkorb oder den Maulkorb. Wenn ich weiß, dass er beißen könnte oder jemanden gefährden könnte, dann muss ich einen Maulkorb zumindest mitführen oder anlegen. Ja. Denkt man das was, wenn ich den Maulkorb mitführe? Und naja, wenn ich dann sehe, dass, weil außerhalb vom Ortsgebiet gibt es ja die Möglichkeit, dass ich ihn frei laufen lassen kann. Wenn ich aber sehe, ich komme in ein geschlossenes Gebiet oder in ein Gebiet, wo Leute herumlaufen oder Kinder herumlaufen, dann muss ich sofort dafür sorgen, dass ich den Hund entsprechend unter Kontrolle bringen kann. Muss das beschildert sein, wo ich meinen Hund ohne Leine laufen lassen kann, beziehungsweise wo Leinenpflicht besteht? Grundsätzlich nicht. Nein, beschildert muss es nicht sein. Und Gemeinden haben dann auch noch zusätzlich Verordnungen, wo sie zum Beispiel zur Sicherung des Wildbestandes festlegen, dass insbesondere in der Brutzeit und der Setzzeit dort jedenfalls jeder Hund an die Leine zu nehmen ist, damit er eben den Wildbestand nicht gefährdet. Aber auf meinem eigenen Grundstück, in meinem eigenen Garten, da kann ich mit meinem Hund machen, was ich möchte, da kann ich ihn frei grundsätzlich lassen. Richtig. Ich muss trotzdem darauf achten, wenn ein Dritter auf mein Grundstück kommt, dass dieser nicht gefährdet wird. Okay, das also heißt, Besuch zum Beispiel. Wenn ich jetzt einen Besuch bekomme oder Kinder auf meinem Grundstück spielen, dann kann ich nicht sagen, das ist mein Grund, ich kann den Hund frei laufen lassen, wenn ich weiß, dass er jemanden gefährdet. Wenn ich weiß, dass er schon vorher jemanden gebissen hat, dann auch auf eigenem Grund nicht. Dann muss ich einen Maulkorb anlegen. Mhm. Ja? Sollte jetzt etwas passieren, haftet da der Hundebesitzer? Der Hundebesitzer haftet natürlich für sein Tier. Mhm. Ich sage bewusst Tier, weil es geht nicht nur um den Hund, sondern es geht auch um Katzen, um Pferde, um Kühe, neuerdings auch um Reptilien wie Schlangen und Spinnen. Das ist ein Tier. Ein Tier ist instinkt- und triebgesteuert und daher hafte ich dafür. Ich muss immer dafür sorgen, dass das Tier ordnungsgemäß verwahrt ist. Und das ist genau der Punkt. Die ordnungsgemäße Verwahrung, das ist eine verschuldensunabhängige Haftung. Das heißt, ich hafte für Personen- und Sachschäden, es sei denn, ich kann beweisen, dass ich mein Tier ordnungsgemäß verwahrt habe. Jetzt habe ich selber einen Hund zu Hause und habe schon mal die Erfahrung gemacht, dass der einen anderen kleinen Hund gezwickt hat. Ja, da hafte ich auch dafür. Ja, genau. Ja. In dem Moment natürlich weiß man nicht, was tut man, ist was passiert, der Hundehalter, der andere sagt, nein, ist nichts passiert. Und dann am nächsten Tag der Anruf, da ist doch was passiert. Also wie verhalte ich mich richtig in so einer Situation? Was mache ich, wenn ein Hund beißt oder gebissen hat und es meldet sich jemand? Ich muss die Daten austauschen. Grundsätzlich muss ich die Daten von mir bekannt geben, ich muss meine Versicherung bekannt geben und ich muss auch dafür sorgen, dass zum Beispiel bei einem Hund der Impfpass vorgelegt wird, damit ich einem Verletzten allenfalls eine sehr schwere oder eine schmerzhafte Impfung vermeiden kann oder ersparen kann. Ja? Das ist einmal grundsätzlich so. Dann, jeder Hund sollte in Österreich haftpflichtversichert sein. Bitte Versicherungsmeldung machen. Und ich darf auch an alle Hundehalter appellieren, bitte nicht sagen, mein Hund beißt nicht. Ja, das ist so ein Unding. Ich habe in der Praxis schon sehr, sehr oft Hundebisse verhandeln müssen, die so begonnen haben, mein Hund beißt niemanden, der macht nichts, und die dann mit schwersten Verletzungen und teilweise auch lebensgefährlichen Verletzungen geendet haben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Danke für den Besuch im Studio. Danke.